und herzlich willkommen zurück zu Transport Viva 2, Folge 13. So, wir waren hier in Leipzig. Haben ja angefangen, den ÖPNV-Platz vorzubauen. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch den großen Anschluss. Nein, so nicht. Große Stadtstraße mit dem Roll. So, und von hier aus zieht es sich jetzt einmal hier hoch und auch einmal hier rüber. Brauchen wir hier die Werkzeuge, besser gesagt. Und dann bauen wir uns hier eine kleine Stadtbahngeschichte. Die sich ja hoffentlich das dann hier alles heilen wird. Quasi. So dachte ich mir das jetzt. Und dann ziehen wir hier hinten noch einen Wendepunkt rein wieder. Nehmen wir auch wieder so ein bisschen mit Bäumen zu pflastern. So. Und dann kommen jetzt wieder Haltestellen. Nehmen wir mal die. So, dann hier. Ach, guck mal, da kommt was Neues. Ist auch immer Nölbe ist. Bin ehrlich, so geschichtsinteressiert bin ich dann doch nicht. So, bauen wir mal von hier nach hier, nach hier, nach hier, 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 wieder zurück, hier, hier, hier und hier. Hier 1, Leipzig. Warum das da nicht funktioniert, gucken wir uns gleich an. Nämlich genau jetzt. Weil da hier, hier ist er verbunden. Da ist er verbunden. Geht hier hoch, geht hier rein, geht da hoch. Warum? Terminals nicht richtig. Auf Terminal 2 fahren. Nein. Wo hat er denn sein Problem? Leipzig Nord zur Lindenstraße. So, von hier. Da, aber ist doch alles da. Wieso kommt er von hier nach da nicht?
rüber. Das kannst du noch mal an. Das hier, das kriegt er irgendwie nicht hin. Hier raus, nach hier. Ah. Was ist hier verkehrt? Warum kann der nicht? Probieren wir es nochmal von hier. Nach hier. Schafft er auch nicht. Wo ist ein Problem? Okay, mit zwei Linien war das Problem anscheinend. Okay. So. Ey, ich will aber, dass ihr da hinten dreht. Aber gut, machen wir erstmal weiter. Leipzig Nord, Burgstraße. So, du bist eher so ein bisschen gelb, mal. So, und das ist dann Linie 2. Leipzig. Dann müssen wir hier hinten wohl noch einen Wegpunkt setzen. Das ist hier Linie 2 Leipzig, selbstverständlich. So. So, der kommt dann hier von Burgstraße, fährt dann nochmal an Leipzig Nord, geht über den Punkt und fährt dann zurück. Sehr schön. Das gleiche jetzt mit 1 Leipzig, kommt von der Lindenstraße, fährt nochmal Leipzig Nord und geht dann über den Punkt zurück. Jawohl. So möchte ich das gerne haben. Dann machen wir jetzt noch ein Straßentipo. Was hier reingequetscht? Nein. Man macht nichts. Das kann ruhig hier sitzen. So, jetzt kaufen wir hier ein paar Fahrzeuge. Linie 1 Leipzig. Oder Linie 2 ist ja egal. So, sind die unterwegs. Jetzt kriegt auch Leipzig. Halle schon Busse? Nee, ne? Naja. Braucht Halle sein eigenes Busdepot.
Oder aus Göttingen kommend. Göttingen hat auch noch keinen Nahverkehr, ne? Kann das sein? Ah, Tatsache. Göttingen hat noch keine Busse. Das ist natürlich super. Kein Wunder, dass da nicht so viel geht. Hat Kassel denn schon Busse? Sieht auch nicht so aus. Man braucht Göttingen oder Kassel ein Busdepot. Und das ist jetzt Göttingen, weil von Göttingen aus können die mich dann auch. Und Göttingen kriegt die Tankstelle. So. Wir kaufen jetzt erstmal hiervon. Gar genau, der ist ja neu. Der fährt jetzt erstmal nach Kassel. Nochmal ein Gaggenau. Der fährt jetzt rüber nach. Der bleibt hier in Göttingen erstmal. So, und dann braucht man noch einen in Halle. Ein paar Gaggenaus. So. Und weg sind sie. So, guck mal, jetzt geht's los. Gucken wir uns das mal ein bisschen an, wie das hier so ein bisschen vor sich hinläuft. Und gucken wir mal. Magdeburg. Magdeburg läuft. Wolfsburg läuft. Doch, dass hier halt ziemlich viele rumstehen, aber es läuft. Leipzig, Halle fängt an zu laufen. Erfurt muss noch angeschlossen werden. Kassel fängt an zu leben. Gießen fängt an zu leben. Göttingen. Jawohl. Hannover ist richtig viel los. So mag ich das. Komm schon wieder Zug. Ah, gucken wir uns mal uns an. Leipziger ÖPNV an. Und da sind sie fleißig unterwegs. Gucken wir mal, wann die ersten hier mit wollen. Duke hier auf der Linie ist. Ich glaube, da ist schon der erste unterwegs, oder? Ja, da fährt er schon, der Regionalexpress von Wolfsburg nach Leipzig. Und das machen wir mal ein bisschen angleichen noch. Soll hier nicht so tief. Mag ich nicht. So. Guck mal, hier in Magdeburg warten auch schon die ersten 50 Leute, die fahren wollen. Ich fürchte, da werden wir gleich noch einen Zug mit reinschmeißen müssen. Den dritten, den kopieren wir gleich. Zack. Weil dann gleich Betrieb sein wird. So. Wir könnten jetzt natürlich hier von Halle noch ausbrechen nach Göttingen. Quasi hier lang gehen. Dann hier rum. An der Autobahn lang und dann hier anzukommen. Und warten wir aber noch ein bisschen. Ich würde hier jetzt noch kurz ein bisschen einreißen. Dann mit den Gleisen lieber hier noch so ein bisschen rüber. Quasi so.
Aber hier will ich noch mal so einen Übergang. Dann würde ich gerne hier rum. Hier lang und dann Richtung Erfurt. Oder wo schließen wir Erfurt als erstes an? Oder gucken wir mal, dass wir ein bisschen mehr Güter in Gang kriegen für die nächste Folge, oder? Alles nicht so leicht. Ist denn schon mein Schiffchen unterwegs? Wenn nein, warum nicht? So, schauen wir doch mal. Wir haben ja gesagt, hier bei Hannover kommt ein Güterzentrum hin. Das haben wir auch schon gebaut, soweit. Ne, hier werden auch Steine und Werkzeug gebaut. Also, bringen wir doch von hier hinten Holz ins Sägewerk. Aber ich glaube, das machen wir ganz in Ruhe dann in der nächsten Folge. Ne? Wir bringen hier Holz ins Sägewerk. Wenn wir das dann hier haben, fahren wir das Holz hier rum hier rein. Dann haben wir schon mal Maschinen und Werkzeuge. Dann brauchen wir Steine. Haben wir da. Hier haben wir auch Steine, was sehr gut ist. Bei Hildesheim, Steinbruch. Dann könnten wir hier mit dem Straße rüber. Könnten das hier anbringen. Dann bauen wir hier natürlich noch ein großes. Ach, haben wir. Transportzentrum. Ja, das ist gut. Und dann fahren wir das dann mit den nach Hannover. Das ist super. Ja. So machen wir es. Aber ja, das ist jetzt ein Fall dann für die nächste Folge, denke ich. Gucken wir uns an, wie das hier alles noch so wächst und gedeiht. Wo wir vielleicht noch ein bisschen was alle austauschen gegen den Gaggenau. Der hat 8. Hat auch 8, aber der fährt schneller. Machen wir mal. Vielleicht ist auch der schnellere Transport dann das. Ja, die Leute schneller wegkriegen. Hier, Wolfsburg hat auch richtig Bock. Ja, die nicht so. Achso, da ist gerade einer gefahren. Da fährt er gerade noch. Verstehe. Aber fährt noch im Defizitbereich. Also doch wieder verkaufen. So. So, aber für diese Folge verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder darum geht, so ein bisschen den Güterbereich auszubauen. Macht's gut, bis dahin. Bye, bye.